Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es endlich ein neues Magic Tutorial. Heute zum Clipschiff, was ihr schon im Intro gesehen habt. Ich zeige euch noch einmal, wie der ungefähr ausschauen kann als Color Change. Ihr seht hier die Pik-Same, okay, und verwandelt sich in die Karo 4 oder auch diese Karo 4 kann sich verwandeln in den Kreuzkönig, Karo-König. Und ja, man kann diese Technik als Control nutzen, das heißt, das habt ihr auch im Intro gesehen, eine Karte wird gewählt, zum Beispiel die Karo 10, ja, das war jetzt sehr flashy, weiß ich nicht warum, machen wir es noch einmal. Die Karo 5, okay, und die ist oben. Und ja, auch als Color Change und als Control, beide Techniken werde ich euch heute erklären, also beide Varianten. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Eine Quelle, wo der Clipshift erklärt wird, habe ich jetzt nicht auf Conjuring Archive gefunden. Ich habe es irgendwie nicht gefunden. Soviel ich weiß, geht der Clipshift zurück auf Chad Nielsen. Aber wenn ihr das lernen wollt, dann verlinke ich euch mal einen Link unten in der Videobeschreibung zu einem Download. Da könnt ihr den Clipshift für 10 Euro in englischer Sprache lernen. Aber in dieses Tutorial gehe ich auch jetzt so gut wie es geht rein, wie der Clipshift funktioniert. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Alright, vorab, ich würde euch mal empfehlen, nutzt ein bisschen älteres Kartenspiel, was hier der Fall ist, was ein bisschen zusammenklebt. Knockkarten tun sich das sehr gut einigen. Ich setze euch mal den Link, wo ihr Knockkarten bekommen könnt, bei Berlin Card Collective unten in der Videobeschreibung. Nutzt da gerne übrigens auch den Code Tommy7, dann spart ihr nochmal 7%. Und ja, das sind die Nock Original Playing Cards von Alexpandria von House of Playing Cards. Okay, wie sieht der Clipshift jetzt erstmal als Color Change in der Exposed View aus? Machen wir das mal mit ein paar Karten, dass ihr es besser sehen könnt. Wir werden jetzt gleich die oberste Karte, also eigentlich die unterste Karte, in die oberste verwandeln. Das heißt, wir werden jetzt die Karo 2 in das Pik Ass verwandeln. Und wie das ausschaut, ist von dieser Perspektive. Zack. Zack. Okay. So sieht der Clipshift ihn langsam aus. Und wenn man das schnell macht, sieht das so aus. Okay. Also, wie funktioniert jetzt mal die Technik? Ich würde euch empfehlen, für den Anfang nehmt nicht das ganze Kartenspiel, nehmt ungefähr so 20 Karten und dann könnt ihr euch ja immer weiter drauf steigern. Also, wie funktioniert das? Wir halten das Deck hier genau so, Mittelfinger rechts oben an der kurzen Kante, Daumen genau parallel, Zeigefinger liegt hier einfach so eingerollt rum. Denn der Zeigefinger wird jetzt was Besonderes machen müssen, okay? Wir sind hier Mittelfinger an der linken Kante, an der linken Kante Daumen parallel nach unten. Und der Zeigefinger ist hier eingerollt. Und als erstes sieht man ja oft, dass Leute das hier machen. Das Deck ein bisschen biegen, um sich die Karte hier zu holen. Das kann man machen für den Anfang. Aber was viele, glaube ich, machen, ist hier mit den Zeigefinger Druck aufbauen. Aber man sollte probieren, hier mit den Daumen nach dort zu drücken. Also so das Deck biegen, weil dann macht man sich das einfacher. Warum? Werdet ihr gleich sehen. Denn jetzt der erste Schritt ist hier mit unserem kleinen Finger die Karte in genau diese Position hier zu bringen. Für unseren Clipshift. Okay? Das heißt, hier der kleine Finger zieht an der Kante der Karte, genau so, okay, und der Ringfinger kann ihn noch am Anfang unterstützen, okay, bis da. Und dann, wenn ihr jetzt weiterziehen wollt, werdet ihr merken, das geht entweder nicht oder nur ganz schlecht, dass ihr dann keinen ordentlichen Clipshift machen könnt, okay. Was da ein ganz, ganz wichtiger Tipp ist, vielleicht der wichtigste überhaupt in diesem Video, probiert nicht, die unterste Karte nach vorne zu bringen, sondern das Deck nach hinten. Dafür ist unser Zeigefinger zuständig. Dafür tut auch der Daumen den Druck hier aufbauen.
Denn wenn wir jetzt hier sind und nicht weiter können mit unserem Zeigefinger, muss jetzt der Druck von unserem Daumen wieder gemacht werden, also hier an der Kante ein bisschen rumbiegen und unser Zeigefinger muss nach vorne gehen, also nach dort, also so, dass die Karte da nach vorne poppt. Okay, nach innen langsam ist das schwer, aber wir sind dann hier und im richtigen Winkel, wenn ihr das übt, sieht man das nicht, also, okay, und so macht man den Clipshift. Das heißt, wir sind hier, der kleine Finger zieht die Karte zur Seite, der Ringfinger unterstützt sie. Und genau in diesem Moment, wo wir nicht weiter könnten, tut unser Daumen das Deck ein bisschen biegen und der Zeigefinger drückt dagegen da mit genau diesem Bereich des Fingers, okay? Das heißt, wir sind hier und jetzt das. Genau das muss das Geräusch machen. Denn jetzt wissen wir, okay, das sieht man hier so halbwegs, jetzt haben wir hier die Karte genauso, wie wir es brauchen, dass wir jetzt unseren Clipshift machen. Okay, ich erkläre euch jetzt nochmal den letzten Move und dann noch alles ein bisschen detaillierter. Das heißt, wir sind da und hier, wenn wir jetzt genau da sind, tun wir jetzt mit diesem Part von unserem Zeigefinger, hier, die erste Kulle, die geht auch leicht nach vorne und tut die Karte hierher schieben. Aber das tut man gut kaschieren, wenn man so eine Schüttelbewegung macht. Also so, wenn man hier ist, kann man jetzt anfangen zu schütteln und dann flasht man auch nicht, beziehungsweise der Zuschauer sieht es dann nicht. Kommen wir jetzt zu den Tipps, die ich euch geben kann. Wirklich der wichtigste, das war das, warum ich fast ein halbes Jahr gebraucht habe, um den Clipshift zu können, war, dass ich immer probiert habe, wenn ich da bin, mit dem Zeigefinger die Karte hierher zu holen, statt das Deck zurückzubringen. Okay? Das heißt, fangen wir nochmal von vorne an. Wir haben hier diesen Griff. An der linken schmalen Seite ist der Mittelfinger und unten parallel ist der Daumen. Der Zeigefinger ist genau da einfach eingerollt, in der ungefähr der Mitte. Und jetzt wird gleich der Daumen Druck aufbauen, das heißt, ihr drückt das Deck nach dort, ganz leicht nur. Okay, das soll nicht so ausschauen, weil das ergibt keinen Sinn. Okay, also leicht biegen. Jetzt der kleine Finger schiebt die Karte zur Seite. Der Ringfinger unterstützt ihn ein bisschen. Jetzt ist der Part, wo wir nicht mehr weiter können, genau da. Jetzt tut dieser Part vom Zeigefinger, also der ungefähr, ihr müsst da gucken, wo für euch der perfekte Bereich ist, da das Deck nach hinten schieben, dann hört ihr das Geräusch, dann sind wir hier. Und jetzt mit dem Part, eures Fingers, da könnt ihr auch wieder variieren, an den Index der Karte, die ihr verwandeln wollt, die Karte zum anderen Index führen. Genau so. Und ihr seht, das ist ein bisschen unclean. Was da hilft, ist einfach wirklich die Schüttelbewegung. Denn in der Schüttelbewegung kann man das auch noch notfalls egalisieren. Aber ja, zack. Okay. Genau so. So funktioniert der Color Change. Wie funktioniert jetzt der Control? Der Control funktioniert genauso. Was ihr einfach macht, ist, ihr dribbelt. Wenn ihr nicht dribbeln könnt, ich verlinke euch oben in der Infokarte ein Dribble-Tutorial. Und der Control funktioniert ganz einfach. Ihr tut die Karten abdribbeln und sagen wir der Zuschauer, sagt genau hier Stopp. Was ihr jetzt macht, ihr seid wieder in diesem Griff, Mittelfinger an der linken Kante, Daumen parallel, Zeigefinger da. Und wir machen jetzt einfach wieder unseren Clipshift. Nur, dass wir dieses Mal, wenn wir hier sind, so bevorzuge ich es, dass wenn wir hier sind, dass ich jetzt nicht mit dem Zeigefinger zurückgehe, sondern dass ich das Deck, dass ich das einfach drauf haue und in der Bewegung, wo ich es drauf haue, euch durch das mal in langsam abspielen. Okay, das heißt, wir nutzen das ein bisschen aus. Ich finde, der Control ist ein bisschen einfacher. Denn auch wenn man das noch nicht perfekt kann, geht das. Denn wenn wir hier sind, können wir jetzt schon das Deck einfach runterfallen lassen und dann nur ein bisschen ziehen. Und wenn wir das fallen lassen, landen eben die Karten ein bisschen unegalisiert. Das ist ganz natürlich. Also da, zack und so. Das war jetzt sehr clean, aber wenn das nicht klappt, dann ist das nicht so schlimm. Denn wenn wir hier die Karte zum Beispiel so haben und das runterwerfen, ist das ganz natürlich. Es wird nicht oft die Karte so nach hinten springen. Das war jetzt nur, weil mein Winkel ziemlich schlecht war. Meistens wird es so ausschauen. Und ja, dann ist die Karte oben und damit kann man hunderte Dinge machen. Zum Beispiel kann man die Karte nehmen und verwandeln oder was auch immer.
Und für den Clipshift kann ich euch nur sagen, übt den einfach. Das ist eine sehr schöne Technik, wenn man sie kann. Ich kann sie noch nicht komplett perfekt, aber ich glaube gut genug, um sie zu erklären. Denn ich würde auch sagen, ich habe auch jetzt viel Erfahrung damit. Ich glaube, ich übe den grob jetzt schon über ein Jahr. Oder? Nee, sollte ein Jahr sein, weil ich habe im Februar letzten Jahres begonnen zu lernen. Und ja, im Sommer konnte ich den halbwegs, dass ich habe auch tatsächlich auf diesem Kanal schon ein Tutorial mal gemacht, aber es wurde dann gelöscht. Dafür habe ich jetzt hier das neue Tutorial gemacht, weil ihr es unbedingt haben wolltet. Und ja, wenn ihr noch Ideen für irgendwelche Magic Tutorials habt, was ich erklären könnte, also ich erkläre am liebsten Techniken, die ich gut kann, nicht Tricks oder so, aber kann ich auch gerne mal machen. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat und hilfreich war, lasst gerne ein Like da. Und ja, wie gesagt, für die Karten schaut bei Berlin Card Collector vorbei und nutzt unbedingt den Code Tommy7. Ja, und das war's dann auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und euch auch geholfen. Wie immer bei Tutorials, wenn ihr Fragen habt, einfach unten in die Kommentare oder schreibt mich privat an auf Instagram. Und ja, dann war es das mit dem Video. Dankeschön fürs Anschauen, viel Spaß beim Lernen. Nicht aufgeben, es wird klappen, mindestens nach einem halben Jahr. Und bye bye. Außerdem, was ich noch vergessen habe, euch zu sagen, ist, wenn ihr den Clipshift als Control nutzt, würde ich euch vorschlagen, dass ihr Ablenkung nutzt. Wie auch immer, denn es könnte gut sein, dass der Zuschauer merkt, dass ihr da was macht. Also ihr könnt es auch einen Sinn geben, warum ihr das Deck so schmeißt. Was dann ein guter Tipp ist, einfach, wenn ihr den Control macht, übt es einfach so, dass ihr mal eine Karte zeigt, hinhaut und dann eine Karte zeigt und den Clipshift macht. Okay, dann wieder eine zeigt und hinhaut und dann wieder eine zeigt und den Clipshift macht. Und wenn ihr euch jetzt wundert, wie war dreimal der Joker, kann ich so clean forcieren? Nein, kann ich nicht. Das, ja, kann das wahr sein. Das ist wirklich sehr wichtig, dass ihr da Ablenkung nutzt. Und was auch wichtig ist, passt auf eure Winkel auf. Das heißt, von hier würde es halbwegs gehen, wenn ihr den Clipshift schnell macht und gut im Winkel aufpasst. Aber da müsst ihr eure Hand ein bisschen neigen. Von vorne würde das auch halbwegs gehen. Also zum Beispiel, wenn ihr so eine Karte da zeigt, darüber geht und das drauf gibt. Und ja, und der Color Change ist in meinen Augen eher was für die Kamera. Aber in Real Life kann man es natürlich auch gerne nutzen. Mache ich auch ein paar Mal schon. Habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Ja.